Ich bin Maike Descher und ich stopfe gerne mit meiner Kamera im Schlepptau durch Landschaften. Ich bin also Landschaftsfotografin und heute sind wir hier am Diemelsee im Sauerland, gerade auf der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Natur ist für mich ein richtig, richtig schöner Rückzugsort. Also ich gehe nach draußen und kann einfach diesen ganzen Alltagsstress hinter mir lassen und habe einfach so eine richtige Ruhe in mir. Heute habe ich ja die Sigma FPL dabei. Das kleine Ding hier, sehr, sehr handlich und leicht. Für Landschaftsfotografie richtig gut, weil du hast einfach nichts zum Schleppen dabei. Gepaart mit dem 65 mm von Sigma aus der i-Series. Dann ist aber auch noch das 24 mm in meiner Tasche. Und das ist, gerade weil wir halt viel im Wald unterwegs waren, super, super praktisch, weil wir dann das ganze große Bild aufnehmen können. Von Wurzel bis Baumkrone ist einfach alles drauf. Das Schöne an diesem 24 mm Objektiv ist halt einfach die sehr geringe Naheinstellgrenze. Ihr seht das, ich bin wirklich schon ganz, ganz nah dran. Da ist nicht mehr viel Platz. Landschaftsfotografie zeichnet für mich aus, dass ich die Natur einfach aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie wahrnehme. Wenn ich einfach nur so durch den Wald laufe, fallen mir manche Dinge vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so genau auf. Und wenn ich meine Kamera in der Hand habe, dann fallen mir so viele kleine Details, wie das Licht durch die Blätter fällt, wie die Bäume irgendwie wachsen, fallen mir viel, viel schneller ins Auge. Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, ganz verbunden mit der Natur irgendwie auch zu sein. Ein Foto muss für mich ganz verschiedene Dinge aussagen. Es muss nicht nur das Bild, was ich gemacht habe, naturgetreu wiedergeben und den Moment, den ich erlebt habe, sondern es muss irgendwo auch ein Gefühl vermitteln. Wenn sich jemand mein Bild anschaut und sagt, okay, das weckt gerade eine richtige Ruhe in mir oder jetzt habe ich gerade richtig Lust, auch rauszugehen und zu fotografieren, dann hat das Bild für mich etwas erreicht, weil es transportiert diese Emotionen, die ich vielleicht in dem Moment auch selber hatte. Gerade im Wald ist es zwischendurch so, wenn das Licht einfach sehr, sehr stark ist, hast du überall Kontraste und zwischendurch weißt du gar nicht mehr, wo schaue ich jetzt gerade überhaupt hin. Und dann fokussiere ich mich auch immer ganz gerne auf die ganzen kleinen Details. Und das können einfach Blumen am Wegrand sein, das kann Farn sein. Einfach so die Kleinigkeiten, die einem sonst vielleicht nicht auffallen. Die beste Zeit zum Fotografieren ist auf jeden Fall jetzt zu diesem Zeitpunkt. Die Sonne geht gerade unter, wir haben schönes goldenes Licht und danach kommt die blaue Stunde, wo einfach eine richtig schöne Stimmung in der Natur herrscht. Und dasselbe finden wir halt auch morgens wieder. Also morgens und abends sind einfach die schönsten Lichtverhältnisse. Es ist alles sehr, sehr ruhig. Genau, und da genießt man das richtig. Ich wünsche mir irgendwie auch für meine Fotos, dass sie dazu beitragen, dass die Leute ein bisschen mehr Wertschätzung wieder für unsere Landschaften und unsere Natur irgendwie entwickeln. Und ja, wenn meine Fotos das schaffen, dann ja, habe ich, glaube ich, einen guten Job gemacht auf jeden Fall.